Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier beim Medieval Dynasty. Ich bin hier beim Wasserfall an der Mine, die habe ich nämlich jetzt dann über die Nacht schnell mal leer gemacht. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob wir das gemeinsam hier aufgebaut haben oder ob ich das einfach mal so bei Lust und Laune gemacht habe. Jedenfalls habe ich das hier mal ein bisschen dekoriert, wird aber noch wesentlich mehr sein. So, wir haben ja hier noch keinerlei Bewohner, weil wir haben ja das im Grunde nur vorbereitet für die Mining-Leute. So, jetzt habe ich ja hier auch noch einen Holzschuppen hergestellt. Den werde ich auch lassen. Ich muss nur noch schauen, wo ich dann noch ein weiteres Haus hinbauen werde, dass wir auch noch hier Holzfälle unterbringen. Wäre auf jeden Fall ganz gut. So, Entschuldigung. Wir gehen jetzt erstmal. Hier kann ich mich ja leider nicht waschen. Warte mal, ich kann aber entweder in Osteuer ins Wasser springen oder habe ich nicht hier irgendwo einen Kessel stehen, so einen Bottich? Nee, ne? Da könnten wir doch eigentlich mal schnell einen bauen. Brauchen wir, glaube ich, 8 Bretter. Oh, wir haben jetzt nur 5. Na gut, nehmen wir die 5 raus und nehmen halt noch 2 Holzstämme raus. Oder mehr. Ist egal. Machen wir gleich ein paar mehr Bretter. So, Sägebock hier, bitte. Dankeschön. Dann machen wir nämlich hier gleich mal einen Waschbottich her. So, den würde ich sagen, stellen wir da drüben bei der Mine hin. Hier. Den stellen wir bei der Mine hin, dass wenn die... Oh, aber ich weiß noch nicht, wie die Mine später ausschaut, ne? Wie weit die rausgeht. Vielleicht machen wir dann den Bottich doch irgendwo hier beim Lager. Machen wir ihn beim Lager hin. Da ist okay. So, zack. Das ist nur dies... Nee, ich habe keine Eimer. Ich habe mich schon mal etwas entkleidet, also ein bisschen Klamotten abgelegt, weil wir haben ja Sommer. Und das ist auch nicht so toll, wenn ich dann mit... Warte mal, habe ich Eimer mit Wasser? Achso, die Eimer mit Wasser habe ich ja nur im... Ich habe 185 Eimer hier drin. Alter. Ich nehme mal die 3 raus hier. Ihr kommt auf die 5, bitte. Genau. Dann machen wir nämlich die Eimer mal schnell voll, dann füllen wir den Bottich. Weil hier kann ich mich leider nicht waschen, das ist das Problem. Und der dritte noch, weil dann können wir nämlich den Bottich mit einem Schwung... Achso, kannst du eh gleich einen Schluck trinken, eben. Dann können wir das Ding nämlich gleich auf einmal voll machen. Und dann können wir uns auch gleich waschen. Weil wenn wir jetzt nach Osteuer gehen, wir brauchen nämlich unbedingt Leute. Da kommen wir nicht drum rum. So, schmeißen wir mal wieder raus. Die Eimer raus. Dann habe ich gesehen, dass ich Brennholz einstecken habe. Genau, Bretter raus, Brennholz raus. Steine raus, Stöcke raus. Ich habe mich entschlossen, dass ich ab nächster Folge, also ab der 80. Folge, werde ich dann bei mir die Ausdauer und das Gewicht ausmachen. Ich werde Essen und so weiter, das werde ich drin lassen, aber Gewicht und Ausdauer werde ich auf jeden Fall deaktivieren, weil wir wissen, wie es funktioniert, wir kennen es alle und einfach, dass es ein bisschen einfacher läuft, ein bisschen flutschiger läuft. Deswegen möchte ich das auf jeden Fall ausmachen. Hier oben auf diesen Klippen habe ich schon festgestellt, dass dann immer wieder auch mal was liegen kann. Also da muss man wirklich die Augen offen halten. Lass mich hoch. Hier so auf diesen Absätzen, da liegen manchmal Sachen. Ist da vorne eine Kiste? Nee. Das wäre jetzt ein Riesenzufall gewesen. Aber hier zum Beispiel, ne? Kalkstein, Stein... Weil die sind hier platziert und dann haben wir hier noch einen Sack, gesalzenes Fischfilet und einen Pflaumenwein. Ne? Lecker, lasse ich mir doch schmecken. Weiß natürlich nicht, wo das Zeug immer überall liegt, aber muss man halt einfach mal ein bisschen die Augen offen halten. Da werde ich wahrscheinlich nicht hochkommen. Ne? Nee. Schade, dass man nicht klettern kann ein bisschen. Ne? Doch, da kommt man sogar hoch. Aber auch nur bis daher. Und dann ist vorbei.
Ah, doch, es geht, es geht. Na wunderbar. Sammel gleich noch ein wenig Zweige. Nimm aber mal dein Speer in die Hand, weil es kann nämlich durchaus sein, dass hier irgendwo Wegelagerer auch rumlungern. Immerhin haben wir Anfang des Jahres. Und da müssen wir jetzt überall mit denen rechnen. Habe ich eigentlich einen Bogen? Ja. Eisenpfeile 15, 16. Ich hoffe, dass die das noch anpassen werden mit der Munition. Weil es nämlich manchmal ein wenig doof mit dem Nachladen. Da hast du plötzlich keinen Pfeil mehr drin. So. Wir müssen, glaube ich, sowieso nach Osteuer, so wie es ausschaut. Weil da haben wir nämlich noch die eine Quest zum Abgeben. Sprich mit Bronimir. Das wollen wir machen. Halten wir uns mal ein bisschen am Weg hier. Vielleicht irgendwo ein Holzfällerlager oder sowas. Können wir auch mal die Augen offen halten. Ich glaube, hier gibt es Wölfe irgendwo. Muss ich auch aufpassen. Da haben wir schon das Wolfi. Naja, ist okay. Schnauf erst einmal durch. Und bisher sehe ich nur zwei. So, und bevor du weggehst. Okay, der andere scheint ein bisschen weiter vorne zu sein. Von daher riskiere ich es jetzt mal. Wo ist der hin? Da vor oben steht er. Laufen wir einfach mal ein bisschen auf ihn zu. Dann müsste eigentlich... Ah, da unten ist auch noch einer. Oh, noch wo einer? Nee. Der rennt gerade irgendeinem Karnickel hinterher wahrscheinlich. Der auch. Na gut. Dann lassen wir sie. Dann lassen wir sie. Wir laufen weiter nach... nach Osteuer. Ich muss jetzt ja nicht unbedingt Wölfe jagen, wenn es nicht sein muss. Ich dachte nur, dass ich an denen vorbeilaufe und dann kann ich die gleich eliminieren. Ein wunderschöner Blick, ehrlich. Das ist eins der wirklich schönsten Spiele, die ich kenne. Noch ein paar Füchsle. Da kann ich mal ganz kurz gucken. Ne, aber da liegt nichts. So, hier werden wir dann auf jeden Fall auch herkommen, wenn wir die Pferche bauen können. Weil dann werden wir uns nämlich hier die Schafe und die Ziegen holen. Jetzt würde ich sagen, gehen wir erst einmal die Quest ab. Und am Anschlagbrett müssen wir ja auch noch schauen, was wir haben, ne? Ach da. Die schläft noch. Ja, sowas. Gleich mal, oder eher, gleich mal raushauen hier aus dem Bett. Willkommen. Wie läuft die Wahl? Alles wie geplant? Ich fürchte, wir haben eine Pattsituation. Es gibt ein paar Dorfbewohner, die sich weigern abzustimmen. Ich nehme an, sie haben sich noch nicht entschieden, wem sie ihre Stimme geben sollen. Das Problem ist nur, dass es keine Zeitbegrenzung für die Stimmabgabe gibt, also können wir die Wahl nicht abschließen. Die Sache ist die, eine Zeitbegrenzung wäre nie nötig, weil jeder so schnell wie möglich abstimmen wollte, damit das Festessen danach beginnen konnte. Früher hatten wir allerdings auch immer nur einen einzigen Kandidaten auf das Amt des Dorfvorstehers. Diesmal ist es ein Durcheinander. Gibt es etwas, das ich tun könnte? Ganz ehrlich, euch könnte sich niemand... Was? Euch könnte sich niemand besser ausdenken? Sollte jemand ein Argument gegen die Demokratie suchen, euer Dorf wäre ein Paradebeispiel. Gibt es etwas, das ich tun könnte?
Ich kann nicht selbst eingreifen. Das könnte als Versuch verstanden werden, die Abstimmung zu beeinflussen. Du auf der anderen Seite, du könntest nachfragen, was die zögernden Dorfbewohner für Probleme haben. Das ist eine vorzügliche Idee. Wer hat seine Stimme noch nicht abgegeben? Der erste ist Kniefko. Er ist aus dem Dorf fortgelaufen, ohne vorher abzustimmen. Seine Frau sucht nach ihm. Du hast ja bereits bewiesen, dass du gut darin bist, Vermisste zurückzubringen. Dann gibt es noch die junge Radomila. Sie wirkt seltsam abgelenkt und hat sich bisher noch nicht entscheiden können. Und zu guter Letzt gibt es noch einen alten Fischer, Beatsprav. Dieser Mann erhebt Anstoß am ganzen Dorf, was? Und hat jeglichen Sinn und Verstand verloren. Ich weiß beim besten Willen nicht, was in ihm vorgeht. Er hat sich noch nie zuvor beschwert. Vielleicht findest du einen Weg, zu ihnen vorzudringen und sie zu einer Entscheidung zu bewegen. Ich werde es versuchen. Ich finde immer einen Weg. Du kannst schon mal damit anfangen, die Münzen für meine Bezahlung zusammenzusuchen. Nee, ich finde immer einen Weg. So. Legst du dich jetzt echt noch mal hin? Faule Socke, ehrlich wahr. So. Genau, du handelst doch, ne? Aber ich müsste erstmal gucken, was ich handeln muss. Weil ich werde noch ein paar Werkzeuge herstellen müssen. Vermutlich, oh, ich habe da oben eh schon eine Einblendung, sehe ich gerade. Gucken wir mal, was fehlt. Holzschuppen fehlt eine Person bei der Jagd. Fischerhütte fehlt Werkzeug. Oh, die haben keinen Fischerspeere mehr. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall Leinen, ne? Aber gut, Leinen müssten wir ja jetzt ganz viel haben. Also wir können auf jeden Fall Leinenspeere herstellen. Vielleicht finden wir auch welche. Und hier bei der Produktion fehlt in der Näherei jemanden, genau. Und da wollte ich eben deswegen schauen, hauptsächlich. Aber gut, machen wir erst einmal die Quest. Es läuft ja nicht weg. Wir haben ja 30 Tage Zeit. Das ist herrlich entspannt, muss ich sagen. So. Die Niga, die schläft auch noch. Oh, du schon wieder. Ich habe gehört, dass dein Mann das Dorf aus unbekannten Gründen verlassen hat. Was ist passiert? Von diesem Feigling will ich gar nicht erst anfangen. Er ist weggelaufen, um sich hinter Piastofias Mauern zu verstecken. Er hat Angst, Räuber könnten unser Dorf überfallen. Ich habe ihn seit unserer Hochzeitsnacht nicht so verängstigt gesehen. Natürlich hat er vorgeschlagen, dass ich ihn in die Stadt begleiten könnte. Sicher aus Angst vor meinem Zorn und nicht aus Sorge. Aber ich bin vor dem Trubel der Stadt nicht geflohen, um einfach so dorthin zurückzukehren. Außerdem bin ich sicher, dass er dort nichts anderes macht, als wie ein Fisch in der Schenke, als wie ein Fisch in der Schenke zu trinken. Warum hat er es übertrieben? Der Versuch, einen Ort zu finden, an dem man sich besser verteidigen kann, erscheint mir durchaus vernünftig. Sich bis zur Besinnungslosigkeit zu betrinken, anstatt sich seinen Ängsten zu stellen, ist etwas, das ich sehr gut nachvollziehen kann. Naja, kann ich nicht. Warum hat er so übertrieben reagiert? Daran gebe ich Müsli da die Schuld. Er hat die Zweifel und Ängste meines Mannes vor Gesetzlosen eine ganze Weile lang geschürt. Ha, sie sind beide verrückt. Sieh dir nur an, wie sie mich reingelegt haben. Alle Hausarbeit und ist jetzt mir zugefallen. Wobei ich zugeben muss, dass dieser plötzliche Geniestreich, so die Arbeit zu schwänzen, ziemlich beeindruckend ist. Trotzdem hätte ich diesen tollpatschigen Bastard gerne endlich wieder. Wollte er nicht abstimmen, bevor er sich entschied zu verschwinden? Das Räuberproblem könnte doch noch gelöst werden. Ich habe nicht viel von seinem wirren Geplapper verstanden. Abgesehen von Gejammere, das ohne keiner der Kandidaten etwas verändern wird. Ja, was wahrscheinlich, dass keiner der Kandidaten etwas verändern wird und dass nichts die kommende Bedrohung aufhalten kann. Etwas in der Art ist mir auch egal. Überzeuge ihn nur davon, zurückzukommen. Keine Sorge, ich bin gut darin, verlorene Dinge zu finden, abgesehen von der Motivation, endlich schwimmen zu lernen. Das Schlimmste an jeder Wahl ist, dass er wahrscheinlich recht hat. Ich werde versuchen, ihn ausfindig zu machen. Ich werde den Piastofia nach ihm suchen. Genau, machen wir es schlicht und einfach. So, Ladies first. Ich hätte natürlich gern die Tür aufgehalten, aber dann hätte ich dich angerumpelt. So, dann gucken wir mal, ob wir nicht noch Meinungsverschiedenheit finde 5 unter. Oh ja, das muss ich auch noch machen. Sprich mit Jaropelk. Der seltsame Junge. Da müssen wir noch an Janek das Zeug liefern. Sprich mit Dervan, da müssen wir sowieso nach Piastofja.
und bleib wachsam. Okay, also wir müssen auf jeden Fall nach Piestov hier sowieso gehen, weil wir ja auch den Eidhalter machen müssen bei Dervan. Dann würde ich sagen, machen wir einfach mal hier weiter. Warte mal, gibt es hier noch eine Quest irgendwie? Nee, ne, das war eigentlich alles. Ja, dann ist Piestov ja auf jeden Fall der nächste Anlaufpunkt. Was habe ich eigentlich? Geld? 2500. Okay, dann lasst uns mal gucken. Wir brauchen jemanden für die Näherei. Wer meine Frau ersetzt jetzt während dieser Zeit. So, wir brauchen den Amboss, wenn ich mich jetzt richtig entsinne. Er hat 3 Punkte hier. Der Malomir. 3 Punkte. Jetzt gucken wir aber nochmal rein. Ich will auf Nummer sicher gehen. Nicht Gewinnung, sondern Produktion, Näherei. Da brauchen wir jemanden, jawohl, mit Amboss. Von daher, ja, schnauf durch, hechel den Typen nicht so an. Von daher werden wir Malomir holen. Das ist, denke ich, mal am besten. Ich bin gerade dabei, bla bla. Das ist die Gelegenheit, großartig, wir sehen uns dort. So. Dann Verwaltung. Ich habe mittlerweile auch schon nochmal 2 getrennt. Ich denke, das wird jetzt halt auch reichen erstmal. Das ist Iron, das ist bei der Mine. So, dann haben wir hier bei Copper, das ist auch bei der Mine. Und der Zinker ist auch bei der Mine. Okay, dann schmeißen wir ihn bei einer Frau mit rein. Knecht 2, die Ivona, 28, aber warte mal, wie alt ist denn er? Er ist 25. 25. Ist halt blöd, ne, wenn ich den jetzt halt irgendwo da reinschmeiß, wo... Aber andererseits, ich hätte es so besser im Blick, ne? Entschuldigung. Weil ich wüsste jetzt zum Beispiel, dass ja Jäger, Jäger 2, die gehören ja zusammen. Dann könnte ich jetzt, oder bei Knecht, dann könnte ich ihn jetzt halt bei Ivona reinschmeißen. Wir bauen dann ein neues Haus und ziehen dann ihn quasi wieder raus. Weil dann weiß ich später, dass die 2 Knechte wieder zusammenkommen. Dann tue ich jetzt halt ihn mal hier rein. Ich darf das bloß nicht vergessen, ne? So. Dann ist er jetzt mal da drin und dann packe ich ihn in die Näherei, weil wir brauchen unbedingt jemanden. Hä? Ach so, den hat es noch nicht übernommen. Ne? Das ist schade, dass das immer so ein bisschen dauert, aber okay. Mach die Häuser zu. Näherei. Leerer Slot. Malomir. So, damit haben wir Malomir. Er hat kein Material. Beim Leinengarn hat er kein Material. Aber wir müssten doch eigentlich im Lager Leinen haben. Nicht Leinen, Flachs. Genau, Flachs haben wir. Okay, jetzt ist dann nur noch die Sache, dass die in der hier Scheune. Tierfutter, Roggenkorn. Ich mache mal das Tierfutter hier ein bisschen runter. Ich denke, mit 6 Stück pro Tag, das reicht schon. Roggenkorn, Dünger, Dünger. Okay, das ist eigentlich optimal mit dem Herstellen. Dann müssen wir jetzt noch Leinsamen machen. Und da sollte tatsächlich jeden Tag was durchlaufen. Ne? Machen wir mal ein bisschen weniger Roggenkorn. Oh, ich weiß es nicht. Ich mache vielleicht hier beim Tierfutter nur 5. Und wir machen dafür jetzt den Leinsamen höher. Dann haben wir hier zumindest 5,5. Das kostet 2 Flachs. Und die Ausbeute ist 11 Flachshalme jeden Tag. Das ist doch okay. So, Leute. Scheune 2 haben wir freigeschaltet. Okay. Eigentlich uninteressant. Hier. Wir hätten jemanden für die erste Mine, ne? Den könnten wir uns eigentlich gleich mal holen.
Aber wo packe ich den dann hin? Ich könnte ihn... Also auf jeden Fall nehmen wir ihn. Der kommt dann in eins der Häuser bei der Mine. Das ist dann unser Mr. Copper. Scroll, scroll, scroll. Der Walbert. Ihr zwei taucht nichts, ne? Naja, ihr taucht schon was. Ich will euch nicht beleidigen, aber nicht das, was ich jetzt halt gerade brauche. Irgendwie. Okay. Wo packe ich ihn dann an Zweien rein? Weil wo er jetzt hinläuft, das wäre ja total egal, ne? Feldschuppen? Ne, da bräuchte er drei auf Feld. Tierhaltung, nein. Ich meine, ich könnte ihn schon in den Feldschuppen schmeißen, ne? Er hat halt zwei Punkte drauf, aber er wäre zumindest beschäftigt. Ja, komm, dann mache ich ihn jetzt halt hier drauf. Da muss ich halt dann auch nur dran denken. Ah. Okay. Dann lasst uns mal nach... Nee, wir laufen. Ich muss unbedingt schauen, ob wir noch Wegelagerer oder sowas finden. Wir laufen dann im Grunde ja gleich am Dorf vorbei. Das heißt, wir könnten gleich mal gucken, ob wir noch das ein oder andere Haus bauen können. Eventuell hier in dem Bereich. Da ist ja diese Ruine. Hier ist halt recht bergig, ne? Andererseits, ich habe mir schon überlegt, ob ich das Dorf nicht dann auch ein bisschen hier in die Länge ziehe. Wir können ja hier im Grunde auch an der Straße lang. Es ist ja im Grunde total egal. Aber gut, wir laufen jetzt erstmal rüber und gucken einfach mal. Wir gucken einfach mal und immer schön Äste sammeln, während du dich durchschnaufst. Einfach querfeld einlaufen. Ich glaube, die Kräuterhütte habe ich ja beim letzten Mal schon eingestellt. Jetzt da aufgeleuchtet. Achso, wahrscheinlich habe ich irgendwie einen Zweig oder sowas im Fokus gehabt, den ich gesehen habe. Ups. Nee, Wiesent. Ich glaube, ich könnte euch mittlerweile schon erledigen, aber nee, muss nicht sein. Ich muss nicht unbedingt einen Wiesent jagen. Sehe ich keinerlei Veranlassung dazu, wenn es nicht irgendwie questmäßig sein muss. Und die Jäger, die machen ja ihren Job. Also passt es schon. Na gut, sind wir ja eigentlich auch schon zu Hause, ne? Gucken wir mal, wo wir hier Häuser hinstellen könnten. Weil hier ist ja der Marktplatz, ne? Da möchte ich ja, wie gesagt, auch Häuser hinstellen für die Verkäufer. Eigentlich könnte man auch mit den Häusern hier gleich anfangen. Das wäre ja egal, ne? Das können wir ja machen. Nehmen wir mal deinen Hammer raus. Gucken wir mal, ob wir... Das wird dann noch umzäunt, ob wir hier neben den Zaun ein Haus platzieren können. So, es hat gerade mal kurz, ja, grün aufgeleuchtet. So, das wird jetzt wegen dem Baum sein, da hinten. Dann würde ich sagen, machen wir doch das Haus jetzt einfach mal dahin.
Dann hätte man hier noch einen Weg rum. Hier werde ich dann wahrscheinlich eher auch noch Zäune ziehen. Und hier kann dann ein Marktplatz hin. Dann kann Steine 10, 2 habe ich. Dann kann ich die eigentlich gleich wieder. Na, ich müsste. Oh, nee. Ich blöd. Ja, der Näher muss dann da rein jetzt. So, nehmen wir mal raus. Wir brauchen im Grunde 24 Bretter. Wir haben ja, glaube ich, noch welche einstecken, oder? Nein, haben wir nicht mehr, weil ich die raus habe. Also nehmen wir mal die 23 Bretter raus. Kalkstein weg, Pelze weg, Stöcke weg. Dann Holzstämme. Gucken wir mal, wie viel wir nehmen können. Können wir 40 nehmen, oder? Ja, es geht. Ich werde jetzt dann auch mal mein Roggenbrot essen. Da hätte ich gleich ein paar Äste verballern können, ne? Aber bisher ist alles nur angerissen. So. Jetzt hast du die Steine vergessen, du Dumpfbatz. So. Tun wir mal die Bretter rausschmeißen. Lange X drücken, geht auch. So. Schauen wir, wir werden doch hier irgendwo Steine rumliegen haben. Steine, nicht Stöcke. So, hier. Wie gesagt, ich kann es dir auch immer einsammeln. 6. Achso, wir haben schon. Wir haben schon. So, dann die Hölzer. Dann ist jetzt nur die Frage, also ich würde hier in front of the house, würde ich den Marktstand hinstellen. Das soll auch ein kleines bisschen Abstand haben. Dann können wir eigentlich die Tür hier lassen oder wir machen die Tür auf die Seite. So, hier lassen wir Fenster drin. Aber hier könnten wir zum Beispiel Tür reinmachen. Dann geht man hier halt hier seitlich rein, das ist ja okay. Hier brauchen wir kein Fenster. Da brauchen wir kein Fenster. Hier brauchen wir kein Fenster. Da machen wir ein Fenster. Und hier machen wir es wieder. Genau. So, dann Holzdach. Machen wir den Innenbau. Und hier noch. So. Holen wir mal die Bretter schnell. Jetzt zwar eins zu wenig, aber ist ja egal. Ah, Steine. Du Hempel. Was ist denn los heute mit dir? So, lass die mal fallen. Die Bretter auch fallen lassen. Klönk. So, dann holen wir mal die Steine. So, Leinengewebe, Leinengarn. Ist doch ganz viel da, ne? Wow, da können wir echt mal was machen lassen. Leinsamen kommen jetzt langsam rein. Ja, genial. Es läuft doch. So. Hier bräuchten wir bitte um die 60 Stück. So. Bretter, Holzstämme. Dann machen wir das letzte Dach erst. Oh, ich habe wieder das Brett vergessen. Manchmal hat er nichts im Kopf. Wenn ich manchmal sage, meine ich oft. So, ist okay. Dann holen wir hier noch. Ansonsten könnten wir hier daneben dann auch gleich das nächste Haus anfangen. Oh, das wäre jetzt zu schön gewesen, ne? Wenn du hier reingegangen wärst. Kann ich dich ein bisschen drehen oder so? Es geht wahrscheinlich wegen dem... Ah,
Da geht's. Okay. Da geht's. Dann wäre hier nämlich schon der zweite Marktstand. Stimmt, hier ist der Weg. Dann wäre hier schon der zweite Marktstand. Dann sind es doch schöne Grundstückchen, die wir dann da später machen können. So, ich habe wieder nur zwei Steine einstecken. Mehr konnte ich ja eh nicht tragen. So. 4, 5. Sechs, sieben und acht. Gleich noch einsammeln, wenn ich welche sehe, ne? Obwohl wir so viele auf Lager haben. So. Dann haben wir das gleich mal hin. Den Eingang können wir jetzt eigentlich auch mal vorne lassen. Dann muss ich nur allerdings die Tür erstmal wegmachen. Hier noch Ding. Dann machen wir hier die Tür und machen wir hier noch ein Fenster. Dann kannst du da schön durchziehen. Wie viele Hölzer habe ich noch? Drei habe ich noch, okay. Zack. Zack. So. Dann brauchen wir jetzt eigentlich nur noch das Material. Jetzt gucken wir mal kurz wegen dem Hunger. Wir sind bei 15,8, das heißt, ich warte noch ein bisschen. Lass den fallen, lass den fallen. Ja, Bretter 25. Das heißt, ich muss sowieso jetzt wahrscheinlich selber Bretter noch herstellen. Das sind nämlich nur 8 Stück. Also nehmen wir uns mal Holzstämme mit, so viele wie gehen. Wie viel können wir denn machen? Können wir 50 machen? Ja, geht. 50 Stück. Da ist der nächste Holzfäller. So, lässt du mich mal her, bitte, wo ist Lava? Ja, ja, du kriegst gleich zum Essen. Wir brauchen jetzt allerdings 26 Bretter. Genau, sprich, wir brauchen 13. Ist ein bisschen verwirrend, ne? Weil ich stelle 13 mal Bretter her, aber ich kriege 26. Jawohl. Du kriegst gleich zu essen. Ja, das stimmt allerdings. Da hast du absolut recht. Aber du musst jetzt trotzdem warten. Man müsste die Häuser noch irgendwie ausbauen können. So mit Anbauten und sowas. Das wär cool. So. Ran damit. Ran damit. So. Holzstämme. Ja, aber der Stein, der bringt mir nicht viel, ne? So, jetzt schauen wir nach. Du bist jetzt bei 12%. Komm, ich will dich nicht allzu lang leiden lassen. Erstmal das Roggenbrot. Das hat 80 Nahrung. Ich dachte, das wäre bei 90. So, dann haben wir das jetzt mal gefuttert. Holzstamm, ja. Dann lasse ich mal die Holzstämme hier liegen. Dann holen wir uns gleich noch mal ein paar Bretter, Steine. Und genau deswegen will ich dann auch beim nächsten Part dann Gewicht abstellen. Weil das ist einfach schon ein wenig doof, wenn du ständig hin und her läufst. So. Dann brauchen wir... ich denke, Hölzer brauchen wir nicht mehr, aber Steine 58. Und um auf Nummer sicher zu gehen, nehmen wir wieder 60 mit.
Du hast bestimmt wieder irgendwas vergessen, so wie ich dich kenne. Na, nimm. Jawohl. Damit haben wir zwei Häuser schon mal. Das ist doch cool. Das ist doch nice hier. Ich kann mir das echt gut vorstellen. Dann würde hier sogar noch das nächste Haus hinpassen. Aber. Wir werden jetzt mal... Ach ja, die Fischerhütte wollten wir machen, ne? Also, der Näher, der kommt jetzt halt hier rein. Den Näher habe ich... Geht schon los. Den Näher hatte ich bei Knecht, glaube ich, rein. Genau. Bei Knecht, der Malomir. Der kommt jetzt in eins von den neuen Häusern. Ja, und das... wie nenne ich denn den? Der Herr Zwirn ist es. So, jetzt habe ich aber deinen Namen schon wieder vergessen. Malomir. Der Herr Zwirn. Malomir. Bestätigen. So, dann haben wir die zwei nämlich auch schon gleich wieder getrennt. Und dann würde ich sagen, trennen wir jetzt noch ein Pärchen. Und warum nicht die Töpfer? Wir könnten den Nasignief noch in das Markthaus bauen, reinschmeißen. Nasignief, Handwerker, rein mit dir. So, dann gucken wir mal, was denen fehlt. Wahrscheinlich irgendwelche... Ach, Dünger, naja gut. Der Dünger, der kommt jetzt halt nach und nach. Ich kann natürlich das in der Scheune nochmal umstellen hier, dass wir ein bisschen mehr Dünger noch herstellen, obwohl es schon 20 pro Tag sind. Ne? Naja, gut, das reicht eigentlich. Die machen 20 pro Tag. Warte mal, nee. Mach mal anders. Wir machen jetzt mal Tierfutter runter, weil da ist, müsste noch was da sein. Wir machen das Roggenkorn auch ein bisschen. Lass mal auf 1. Dung und Verdorbenes. Dann machen wir beim Verdorbenen, weil wir da nämlich recht viel haben, machen wir da noch was drauf. Dann müsste das doch eigentlich ganz okay sein. Wir brauchen 84 Verdorbenes jeden Tag und 30 Dung. 84 Verdorbenes, 30 Dung. Halt, nimm den Hasen gleich mit. Den nämlich gleich rausschmeißen. Pflaumenwein, tu den raus. Wir müssten hier... Ja, wir haben da noch 4200 Verdorbenes. Wir könnten natürlich dann... Doch, stimmt schon, Nahrungsmittellager, ja. Wir könnten das natürlich dann beim nächsten Mal vielleicht auch mal umwandeln, dass wir einfach sagen, mal 2000 rausnehmen, das umwandeln. Das sind dann 200 Dünger. Das wird das einfach mal machen beim nächsten Mal. So, hier muss natürlich auch noch ein bisschen gebaut werden, das ist auch klar. Aber ansonsten soll es jetzt für heute gewesen sein. So. Ich habe mich jetzt auch entschlossen, ich werde immer versuchen, dass ich möglichst so um die 40 Minuten mache, die Parts. Es schaut eh fast keiner zu, was mich wundert bei dem Spiel, weil das nämlich wirklich echt ein geiles Spiel ist. Aber ich werd einfach mal gucken, dass ich immer so um die 40 Minuten Parts mache. Dann komme ich hier auch voran, dann kann ich auch nicht so weit vorproduzieren. Und ich denke, für die, die es schauen, ihr habt auf jeden Fall eine schöne Unterhaltung, hoffe ich zumindest. Lasst es mich wissen in den Kommentaren, lasst auch ein Like da, Abo auch nicht vergessen, dass ihr keinen Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut, ciao, ciao.